Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Herzlich willkommen zur alten Schule, dem Autopodcast, in dem die Leute zu Wort kommen, die schon etwas länger im Geschäft sind. Und ich verspreche euch, nach der heutigen Folge werdet ihr Autowerbung mit ganz anderen Augen sehen, denn ich konnte einen der bekanntesten Automobilfotografen der Welt für diese Ausgabe gewinnen. Ich übertreibe nicht, denn es gibt weiß Gott nicht viele Fotografen mit über 90 Angestellten, die alle dafür sorgen, dass am Ende das beste Bild dabei herauskommt, wenn der Chef auf den Auslöser drückt. René Staudt ist mein Gast heute und was auch in Zeiten von schnellen Instagram-Fotos noch alles dazugehören kann, um am Ende das perfekte Autofoto zu produzieren, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit René Staudt. Erzähl doch mal, wie es losging bei dir, überhaupt die Autoleidenschaft, die Fotografenleidenschaft und wieso Autofotos. Aber erzähl erstmal, wie es bei dir losging als Fotograf. Ja, die Anfänge waren im Elternhaus. Mein Vater Holzbildhauer, in den Nachkriegsjahren schlechte Auftragslage, um nicht zu sagen brotloses Gewerbe. Und wenn dann schon mal ein Kunde dann reinkam und nach einer schönen Figur gefragt hatte, konnte er immer nur erzählen, aber hat nichts zum Zeigen gehabt. Die Dinge, die er gemacht hat, die hat er dann irgendwie verkauft. Und jetzt kam jemand rein, wollte schöne Madonna oder ein geschnitztes Reh oder ein Leopard aus Eichenholz und so weiter. Und das ging mir als Kind eigentlich schon auf die Nerven, weil ich kannte die Dinge, aber er konnte es nicht kommunizieren. Das war so der Beginn der Fotografie. Richtig zweckgebunden, geschätzt so mit 12 Jahren, habe ich also dann jedes Teil, was mein Papa gemacht hat, fotografiert. Und es hat sich dann weiterentwickelt, wie heute im richtigen Leben. Da kam tatsächlich eine Frau rein und wollte eine Figur für ihren Schrankwand. Und da hat er schon die ersten Fotos gehabt. Und er sagte, ja, aber das ist eine ganz helle Wand. Und die Figur ist jetzt hier auf dunklem Hintergrund, ob die denn auch auf hell wirkt. Und da habe ich sofort meine Strategie angepasst und dann jedes Objekt dann vor hell, vor dunkel, gegenlicht, Auflicht und so weiter, sozusagen marketinggerecht interpretiert. So ging es los. Und es ging so 2 Jahre, bis ich dann so viel Spaß an der Fotografie hatte, dass ich einen Fotokurs belegt habe. Mhm. Weil ich fand es so toll mit Schwarz-Weiß, Labor, Dunkelkammer. Und habe ich auch gemacht in der Schule. Und ein paar Wochen später heißt es, es gibt einen kleinen Fotowettbewerb. Da kann man sich anmelden. Und dann wurde man gebrieft. Dabei kam eine Kodak Instamatic, das war damals so das Neueste. Mhm. Eine Kamera, wo man den Film nur einfädeln musste, sondern in einer Kassette. Mhm. Und da solle man ein Thema sich selber nennen und dann praktisch den Film abgeben zu dem Thema. Ohne vorher reinzugucken. Also der Film war unentwickelt, wurde abgegeben. Ne? Die Kassette wurde abgegeben, ja, unentwickelt. Und mein Thema war Industrie. Weil ich fand es cool, so industrielle Dinge. Wobei ich habe, glaube ich, so ein Unterthema noch gemacht, Industrie in Bewegung, irgendwie so. Mhm. Und ich habe das dann gemacht, indem ich am Bahnhof bin und Details von Lokomotiven fotografiert habe und auch teilweise ein paar ganz wilde Bilder irgendwie produziert habe. Man konnte es ja nicht überprüfen, es war nicht digital. Ja, ja. Die Kassette hat auch, glaube ich, nur 12 Bilder gehabt. Muss sehr wohl überlegt sein, wann man dann drauf drückt. Aber irgendwie von den 12 Bildern waren welche dabei, die dann in die Prämierung kamen. Und dann gab es den 1. bis 5. Preis. Und ich habe den 1., 3. und 4. Preis bekommen. Das heißt, ich habe zum Schluss hatte ich eine Instamatic 50 ohne Blitz. Ja. Das war so irgendwie der 4. Preis. Dann der 3. Preis war eine Instamatic 50 mit Blitz. Und der Hauptpreis war eine Instamatic 100. Da war schon alles drin. Also hast du schon mal das Fotoset zusammen gewonnen mit einem Preisausschreiben. Allerdings blieben die nicht sehr lange in meinem Eigentum, weil ganz ehrlich gesagt, es war mir damals schon, sagen wir mal, zu amateurhaft, weil ich habe die Kamera von meinem Vater immer schön von Hand eingestellt. Also ich konnte auch Film einfädeln und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein top neues Amateurmodell. Schau mal, was die in einem Fotogeschäft bringt, weil ich hatte schon seit längerem ein Auge auf eine Spiegelreflexkamera und da konnte ich mit dem Händler einen guten Deal machen. Mhm. Also Trade-in, alle 3 Kameras mit Blitz und dann habe ich noch ein bisschen was draufgelegt, dann hatte ich die erste Spiegelreflexkamera, Größenordnung 14,5. Okay. Was war das? Welche Marke? Es war eine Edixa und ich bin mit der Kamera also nicht sehr glücklich geworden. Nach ein paar Monaten Wiederverkauf.
und dann die erste Automatikkamera gekauft mit eingebautem Belichtungsmesser und so weiter. Okay. Und habe dann sozusagen von Quartal zu Quartal mein Equipment gesteigert, dank auch kleiner Kundschaft. Also mein Vater war nach wie vor guter Kunde, aber der hat ja nichts bezahlt. Ja, also schlechter Kunde eigentlich. Schlechter Kunde, aber drumherum, da war ein Freund, der hat, war Architekt, sagt, du, ich habe dein Haus gebaut, kannst du mal ein schönes Bild machen? Mhm. Oder Oma, die hat so Keramikdinge gemacht, so ein bisschen nebenher, kannst du auch mal was fotografieren? Und meine Schwester hat Batiktücher gemacht und dann habe ich mal was fotografiert. Und da gab es halt Hirnemark und Hirnemark, ja. Und für einen jungen Mann. Und Mark war damals auch ein Geld. Ja. Und so habe ich sozusagen den Grundstein für den Beruf entdeckt. Aber man hört jetzt schon, es ging um Figuren und Batiktücher und Dinge. Also du warst jetzt nicht der klassische vielleicht Hochzeitsfotograf oder sowas und hast Menschen, sondern es ging schon sehr in die skulpturelle Richtung. Und du hast natürlich auch dadurch ein Auge gehabt für schöne Formen. Ja, ich glaube, das hat mich damals schon geprägt, dass ich eigentlich, wenn ich ein Bild mache, wollte ich das Timing bestimmen. Mhm. Und das hat mir auch wahnsinnig gestört in der Lehrzeit. Die wurde dann in einem Porträtstudio absolviert. Da kommen Leute rein, brauchen ein Bewerbungsfoto oder ein Hochzeitsfoto und da bestimmen die das Timing. Mhm. Die haben keine Zeit, die haben auch vielleicht keine Lust, weil die brauchen nur schnell ein Passbild und das nicht für sich, sondern für den blöden Zollbeamten, der da an der Grenze steht. Und am schlimmsten waren die Hochzeitspaare, weil die haben ewig gebraucht, bis sie schön fanden und dann sich keine Zeit genommen, bis ich das Licht irgendwie hätte richtig toll machen können. Mhm. Und das hat mich sehr gestört, deswegen war ich eigentlich von Anfang an auf skulpturale oder ich sage jetzt mal auch tote Objekte eingestellt und das stilprägt bis heute. Tote Objekte, die du aber mehr als zum Leben erweckt hast, wenn, so ich, wenn man sich deine Fotos anguckt. Also dann ging es irgendwann los, dass du gesagt hast, also es gab so einen Zwischenschritt mit Möbeln, glaube ich. Ja. Und dann, das hat dann auch nicht so, oder es gab dann, war dann die Auftragslage schwanken und dann hast du gesagt, jetzt fotografiere ich Autos. Ja, also wenn man sich als Fotograf selbstständig macht und das fiel einem damals gar nicht schwer, weil es gab im Prinzip kaum Assistentenstellen, ähnlich wie heute. Mhm. Also entweder man nimmt die Sache in die Hand oder wartet auf die Gelegenheit. Ich wollte nicht warten, sondern ich habe dann gesagt, okay, ich gehe dann einfach als freier Fotograf und kam dann an einige Möbelaufträge und das war relativ schwierig, weil entweder war mein Mini-Atelier, was ich hatte, zu klein oder die Hersteller von Möbeln haben eigene Studios vorgehalten. Das heißt, ich musste dann in fremden Studios arbeiten und das hat mir vom Lebensrhythmus, hat mir das irgendwie nicht gefallen, dass ich gesagt habe, also bei erster Gelegenheit versuche ich ein eigenes Studio aufzubauen und da kam die Gelegenheit. Ein schwäbischer Möbelhersteller hat sein eigenes Studio abgegeben. Ich habe mich dort hoch verschuldet eingekauft und habe aber dann in kürzester Zeit gemerkt, dass es sehr schwierig ist, in diesem großen Möbelmarkt was Besonderes zu machen. Das wurde auch wenig honoriert, dass ich dann die ersten Versuche gemacht habe mit dem Thema Automobil. Mhm. Aber am Anfang hat es, war das sehr schwierig, weil am Anfang bekommen erstmal Probeaufträge. Mhm. Das heißt, die Hersteller haben natürlich Angst, dass irgendwie ihrem Auto was passiert. Also am Anfang habe ich einen Probeauftrag nach dem anderen absolviert. Aber ich hatte dann relativ schnell einen guten Draht heraus, wie ich Autos beleuchte und habe dann dafür ein eigenes Lichtsystem konzipiert. Mhm. Und mit Vorstellung dieses Prototyps, da ging es dann richtig los. Und da war das Vertrauen der Autohersteller da, dass sie gesagt haben, okay, wir vertrauen dir jetzt mal eine Einführungskampagne. Und das war damals fast parallel. Einmal das Thema Gruppe B, Porsche 959 später. Okay. Und bei Mercedes war es der Einstieg in den Baby-Benz, damals 190er. Die 190er-Klasse. Und da ging es dann relativ flott voran. Lass uns doch mal auf das Licht kommen, weil ich glaube, das, was du sagst, du hast, also ich glaube, in den 80er Jahren gibt es fast kein Autoprospekt, wo nicht deine Fotos drin sind, habe ich so gefühlt. Also alles, was man sieht, wenn man das googelt oder wenn man dein Buch darüber liest, das ist ja wirklich jeder Hersteller und du hast den Look eigentlich eines Jahrzehnts oder seitdem eigentlich den Look der Autohersteller geprägt für mich. Und erzähl mal kurz dieses Lichtsystem, weil das ist, glaube ich, das, was du sagtest, der Durchbruch, Magic Flash. Ja. Also die Schwierigkeit in der Autofotografie war damals,
dass mit einer käuflichen Lichtquelle wurde sozusagen die Oberfläche, das Kleid, die Haut des Fahrzeugs total zerstört. Also es lief kein schönes, klares Licht über den Lack. Mhm. Und deswegen hat man damals die Fahrzeuge in der Regel im Freien fotografiert. Mhm. Und da war aber die Autoindustrie, das war ihr ein bisschen leid, weil mit dem natürlichen Licht kann man die Fahrzeugform nicht so schön interpretieren, wie man sich das mit künstlichem Licht gewünscht hätte. Mhm. Und es hat bei kleineren Produkten auch sehr gut funktioniert. Ich selber habe exzellentes Bildmaterial damals abgeliefert, von Feuerzeuge, Füllhalter bis hin zu Staubsauger. Aber es waren alles relativ kleine Objekte. Und das hat die Autoindustrie natürlich auch gesehen und gesagt, so wie du jetzt zum Beispiel den Montblanc-Füllhalter oder das Cartier-Feuerzeug interpretierst, so müsstest du mal von uns unseren neuen Porsche bla 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 interpretieren. Und das ging eben mit dem käuflichen Licht nicht. Und da habe ich dann begonnen, mit Automodellen zu arbeiten und habe festgestellt, dass die einzige Möglichkeit, die Autoform richtig herauszuarbeiten, besteht darin, indem ich Flächenlicht baue, wie man es damals für die Tabletop-Fotografie hatte, mhm, aber in neuen Dimensionen. Für Autos? Für Autos. Ja. Und die Standardbanne war damals 9 Meter, sollte dann später noch eine größere dazukommen. Es gab auch eine kleinere mit 6 Meter, aber so 9 Meter, das war so das Standardlicht für ein 4,80 Meter langes Fahrzeug. Und am Anfang war die noch etwas holprig, aber über die Monate wurde die immer mehr verfeint. Und der Trick war eigentlich ein absolut homogenes Licht, mhm, was sich direkt im Lack einspiegelt, mhm, und was sozusagen dann die Form, die Rundung, die Siegen und Kanten überhöht betont. Mhm. Und da kommt auch der Spruch von dem damaligen Chefdesigner, von Herrn Lagay von Porsche, der gesagt hat, der Staud kann unsere Autos nicht schöner machen, aber er kann die kritischen Stellen wegleuchten. Und das gilt also bis heute noch. Das kommt eigentlich aus der Porträtfotografie auch. Man sagt ja, was ist deine fotogene Seite? Also man kann mit Licht Dinge betonen, mhm, oder überhöhen, mhm, oder eben auch mit Schatten etwas kompensieren oder ignorieren. Mhm. Und das habe ich damals mit dem Lichtsystem in glücklicher Hand gehabt. Und das hat funktioniert und funktioniert bis heute. Wo du gerade gesagt hast, dass der Harm Lagay bei dir war, und du redest ja auch mit anderen Autodesignern. Ist das so, dass die bei den Kampagnen dazukommen und sagen, was betont werden soll im Auto, und erklären die dir das Design? Ja, das ist ein ganz interessanter Prozess. Also es geht in der Regel geht es sehr früh los. Der Designer hat ja auch sozusagen sein Pflichtenheft, mhm, wo er mit der Formsprache hin will. Und das versucht er dann mir zu erklären. Und ich darf dann auch zur Kenntnis nehmen, wo das Engineering oder der im Laufe des Fertigungsprozesses gewisse Highlights in der, sag mal, im Design etwas, ja, ich würde jetzt nicht sagen, weniger betont wurden, aber die eben nicht so ausgeprägt sind wie im Kernentwurf. Bisschen gelitten hat, genau. Und insofern kann man mit Licht oder allgemein der Fotografie ein Produkt verändern, mhm, gerne auch schöner machen, gerne aber auch, wenn man nicht aufpasst, verunstalten. Und das geht los mit ganz vielen Tricks. Wenn man die falsche Perspektive nimmt oder auch vielleicht nur mal die falsche Kamerahöhe, mhm, dass das Fahrzeug eine völlig andere Proportion bekommt. Mhm. Und wenn man meine Bilder aus den 80er Jahren anschaut, kann man ganz leicht ableiten, dass die immer mit sehr langen Brennweiten fotografiert wurden, mhm, was immer zu sehr grafischen Ansichten geführt hat. Also Porsche hat es geliebt, ein ganz strenger Seitenschuss, mhm, oder ein ganz klarer Frontschuss, mhm, oder ein ganz akkurater Vertikalschuss. Also Porsche liebte mich dafür, aber im Laufe der Zeit wurden die Fahrzeuge immer verspielter, mhm, und das wurde dann immer schwieriger. Und dann hat man, um mit weniger Ansichten ein Fahrzeug zu erklären, hat man immer mehr gefordert, dass man sozusagen im Hauptbild, im ersten Bild, was man von dem Auto kommuniziert, dass man da das ganze Fahrzeug wahrnimmt. Das heißt also, ich musste von meiner Serie abweichen und musste eine Schokoladenseite finden, die es aber nicht in der Front oder Seite oder als Topshot gab, sondern das war dann irgendwie ein Dreiviertel
schräg vorn, hohe Aufsicht oder 7/8 schräg hinten, tiefe Ansicht und so weiter. Und das hat sich bis heute bewährt, dass wenn man so ein Fahrzeug erklärt bekommt, dann nimmt sich so ein Designer also mehrere Stunden Zeit. Und wenn er einem das ganze Fahrzeug erklärt, dann gibt er einem normalerweise ein sehr frühes, entweder Designmodell oder eins von den ersten Prototypen, bekommt man von sogenanntes Walk-Around-Shooting. Muss man sich so vorstellen, das Fahrzeug wird dann irgendwo hingestellt, ein Studio, und ich gehe dann um das Fahrzeug herum und mache wild gefühlt 300, 500, 800 Belichtungen mit einer kleinen, schnellen Kamera, damit ich sehe, wie die Form, aus welchem Kameraabstand, mit welcher Brennweite, mit welcher Kamerahöhe sozusagen sich interpretiert. Und die größte Arbeit besteht dann drin, das zu dokumentieren. Und von den, sagen wir, 500 Aufnahmen werden dann 30 Stück herausgesucht, die man dann dem Kunden empfiehlt. Und der Kunde dünnt die vielleicht noch auf 25 Perspektiven herunter. Mhm. Und die sind aber dann stellvertretend für dieses Fahrzeug, für die ganze Bauzeit. Okay. Das heißt also, jetzt wird erstmal ein Katalog gemacht, dann wird eine Kampagne gemacht, dann taucht das Auto in Film und im Internet auf und so weiter. Und nach 3 Jahren kriegt es vielleicht ein Facelift und nach 6 Jahren kriegt es nur Black Edition und nach 8 Jahren noch eine Final Edition. Aber immer werden diese Referenzperspektiven genommen, um das Fahrzeug zu begleiten. Okay. Und die Autoindustrie hat einen sehr guten Nebeneffekt erkannt, weil das erste Bild, was man von einem Auto sieht oder wahrnimmt, ist natürlich stilprägend für den Eindruck. Das heißt also, da muss man besonders vorsichtig sein, aber mit den anderen Perspektiven lernt der Betrachter die Formensprache nicht nur kennen, sondern er speichert sie in seinem Gedächtnis ab. Über diese Perspektiven, die man am Anfang sozusagen kommuniziert, die sollte man dann später nicht nochmal neu erfinden, sondern immer wieder, wenn Bilder entstehen, sollen sozusagen diese Perspektiven aufgenommen werden. Und deswegen ist die Arbeit vom Designer nicht nur maßgeblich für die Formenfindung, sondern auch, wie der Fotograf das Fahrzeug versteht und dann von der Dreidimensionalität in die Zweidimensionalität übersetzt. Ja. Gab es mal Autos, wenn du sagst, du gehst auf ein Auto zu und machst 500 Fotos, wo du schier verzweifelt bist, wo du gesagt hast, boah, ey Leute, was habt ihr denn dabei gedacht? Ja. Was darf man das sagen? Ja, das gab es eigentlich schon bei mehreren Herstellern. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine unschöne A-Klasse gibt oder eine unschöne Porsche. Sowas gibt es nicht. Das sind alles tolle Autos und das sind ja alles faszinierende und sagen wir, über Monate, Jahre gediehene Designentwürfe. Aber es gibt wirklich dann Ansichten, wo man sagt, Kinders, also das geht wirklich nicht und lass uns bitte das ausschließen, dass das Auto jemals aus diesem Winkel fotografiert wird. Es gibt da ungünstige Dinge, auch von der Brennweite. Es gibt Fahrzeuge, die wirken mit langen Brennweiten heute überhaupt nicht mehr. Und das ist ein ganz schmaler Grat, wo das Auto am Ende noch schick oder dynamisch erscheint. Oder dann aber auch vielleicht überdesignt, weil so viele Formen aufeinandertreffen. Und wenn die Formen, sagen wir, nicht auslaufen, so wie im realen Objekt, das man normalerweise mit einem Abstand von 4, 5, 6, 7 Meter in der Natur anschaut, wenn das durch die Brennweite zu sehr gestaucht, geschrumpft wird, dann verändert sich die Fahrzeugform, dass man das Fahrzeug sozusagen gar nicht dann wahrnehmen kann. Richtig wahrnehmen kann, ja. Faszinierend. Ja. Also vielleicht mal kurz zur Erklärung für den Laien. Also wenn man im Weitwinkel ein Gesicht fotografiert, dann steht die Nase unschön vor. Und dann sagt man, bei Porträts ist 80 mm zum Beispiel perfekt. Ne? Ja. Und dann hat das Gesicht eine tolle Proportion. Und so ist es dann beim Auto auch, dass die Nase oder das Gesicht vom Auto zu weit hervorsteht und der Rest dann nicht so schön ausläuft. Ne? Also, man kennt das von seinen Selfies mit dem Handy. Ja, wobei Handys natürlich grundsätzlich sehr kurzbrennweitig sind. Ja. Und ich mache mit dem Handy tolle Layout-Fotos mit den Autos, aber ich muss immer ganz genau aufpassen, wie das Auto dann im Gesamtbild drinsteht. Und das kann man selbst ausprobieren, indem man einfach mal sein Fahrzeug fotografiert und lässt links und rechts ein Stück im Format frei und dann schwenkt man das Handy nach links und nach rechts und man feststellt, dass das Auto ganz andere
Gestalt annimmt, ob der Weitwinkelcharakter jetzt mehr auf dem Heck oder auf der Front liegt. Und da kann man also, sagen wir, sehr viel verunstalten oder man kann sehr viel, sagen wir, dynamisieren. Kommen wir gleich auch noch zu. Du musst noch Tipps geben, wie man seine Autos für Mobile und Autoscout fotografiert. Also es gibt hässliche Autos. Wer genau zugehört hat, hat eine kleine Andeutung gehört, welche Autos es geht. Aber reden wir über die schöne Seite. Es gibt sicherlich auch Autos, wo du sagst, da kann man als Fotograf eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Ja, also früher war das auszuschließen. Also ein Porsche 911 konnten wir also noch zu keiner Zeit etwas falsch machen. Aber je praktischer die Fahrzeuge werden sollten oder mussten, und je mehr Kompromisse auch eingegangen wurden hinsichtlich der Proportionen, je mehr war natürlich auch der Fotograf gefordert. Und das Briefing von Polo lautet ähnlich wie von Bugatti: sportlich, dynamisch, aggressiv, emotional. Also die Attribute sind immer genau die gleiche. Und ist natürlich beim Bugatti einfacher jetzt wie bei einer B-Klasse. Das denke ich. Hat sich das über die Jahrzehnte eigentlich so verändert, solange du das begleitest? Weil ich finde zum Beispiel, Autos waren früher immer freundlich. Oder sagen wir Mini, Käfer, Porsche 911, das sind Mercedes. Die haben einen immer nett angelächelt. Mhm. So. Und heutzutage habe ich das Gefühl, hat jedes Auto einen bösen Blick. Und beim neuen Dreier, egal ob es ein 318D ist oder irgendwas, setze ich mein Auto fast in die Mauer, wenn ich das im Rückspiegel sehe, weil die so aggressiv wirken. Also grundsätzlich habe ich festgestellt, dass gewisse technische Entwicklungen nicht unbedingt zu mehr Grundfreude geführt haben. Also das geht jetzt in die 70er Jahre zurück, als man plötzlich anfing, die Stoßstange zu integrieren oder so wegzulassen. Da fehlte den Fahrzeugen schon erheblich an Chrom. Ja. Und es gab in den 80er, 90er Jahren ja viele Autos, die haben fast kein Chrom mehr gehabt. Und das macht die Autos natürlich auch ein bisschen trauriger. Mhm. Was mir noch viel mehr aufgefallen ist, gerade jetzt auch in heutiger Zeit, wo man mal auch mehr Klassiker wieder fotografiert oder wo Oldtimer so einen hohen Stellenwert haben, dass der frühere Scheinwerfer mit der Glühbirne natürlich ein ganz anderes Leuchten in den Augen hatte, als heute ein Scheinwerfer, wo 5, 7, 8 Elemente im Scheinwerfer verpackt sind und wo eigentlich gar keine richtige Pupille, gar keine Gesicht mehr hat, ne? Ja, da geht sehr viel natürlich verloren. Und es gab dann auch wirklich Autos, für die ich verantwortlich war, wo ich auch bedauert habe, dass die Scheinwerfer nicht mehr rund sind. Ja. Sprich Porsche 996, sogenannte Spiegeleierscheinwerfer. Ja. Oder W124 Mercedes mit eckigen Scheinwerfern. Und dann kam dann wieder das Vier-Augen-Gesicht von Mercedes. Und Porsche hat dann auch wieder zurückgefunden. Also das freut natürlich einen Fotografen auch, wenn er dann sieht, dass die Designer auch ein Einsehen haben. Und nur weil es immer wieder neu oder anders sein soll, dann trotzdem wieder die klassischen Dinge so ein bisschen berücksichtigen. Ja. Hat man dir schon mal die Schuld gegeben für ein misslungenes Auto? Gesagt, bei den Fotos konnten wir das ja nicht verkaufen? Oder? Nein, so weit ging es noch nicht, weil man hat mir ja noch nie vorgerechnet, wie lange ich für ein Auto brauche. Da gibt es zwar einen Einkaufsprozess und da heißt, wir zahlen Sie jetzt 10 Tage oder 20 oder 50 Tage für das Modell. Aber der Kunde weiß ja nicht, wie lange ich wirklich dafür brauche. Und ich nehme dann doch immer so viel Zeit, dass am Ende ein toller Job abgeliefert wird. Insofern kann ich dann, sagen wir mal, selber beurteilen, welches Auto war jetzt schwieriger oder nicht. Ja. Soll der Kunde ja nicht merken. Aber ich habe tatsächlich schon Fälle gehabt, wo der Kunde mich wissen ließ, dass Kunden ein bisschen enttäuscht waren, weil das Auto im Katalog viel aggressiver und viel sportlicher und viel emotionaler dargestellt war, wie dann die Realität bei der Auslieferung, ja. Okay. Und es war besonders, also in den damals 80er, 90er Jahren war es wirklich so, wenn man ein Fahrzeug so sportlich haben wollte, wie man es auf den Bildern gesehen hat, da gab es wirklich verschiedene Hersteller, musste man das Fahrzeug erstmal ein bisschen tiefer legen oder ein bisschen größere Räder machen. Ja, das ist ja heute auch so. Ne? Die Räder werden immer größer. Ja, aber der Kunde weiß ja manchmal nicht, wenn ihm jetzt ein Cayenne gefällt mit 23 Zoll Rädern,
Und wenn er jetzt bestellt, weiß er ja vielleicht nicht, dass er auf 21 nicht ganz so schick daherkommt. Mhm. Viel praktischer natürlich, hat weniger Aquaplaning oder im Winter rate ich immer kleinere Räder zu nehmen, vielleicht auch schmälere vom Winter und für Aquaplaning. Aber so richtig schick sind natürlich die großen Räder und zum Fotografieren wird normalerweise entweder das größte Rad genommen oder was wir halt auch schon gemacht haben, vielleicht jetzt weniger bei PKWs, weil da ist das Design weiterentwickelt, aber bei LKW oder Busse haben wir teilweise die Räder etwas größer eingesetzt, wie wir sie fotografiert haben, damit einfach, sagen wir, das Gesamtbild etwas schicker war. Aber es wird ja auch inzwischen, hat man immer, als finde ich, als Kunde das Gefühl, dass es schon sehr aufpreisfreundlich designt wird. Also auch die Radausschnitte, die werden schon sehr auf die großen Räder ausgelegt. Und ich bedauere das manchmal auch, gerade bei Porsche 911, wo du es gesagt hast, oder alte S-Klassen oder sowas, ich finde es wirklich schön, wenn da viel Gummi auf den Rädern ist. Also ich mag das wirklich und es ist auch vom Komfort her toll und so vom Fahren. Natürlich ist es nicht so sportlich vielleicht, wie diese kleinen Gummiwürste da oben drauf nur, aber eigentlich finde ich es manchmal fast schade, dass die Radhäuser schon so auf 21 Zoll Räder bei Autos ausgelegt sind. Ne? Also bei manchen Fahrzeugen fiel es mir jetzt die letzte Jahre auch sehr stark auf, wenn der Reifenquerschnitt so niedrig wird, dass das Fahrzeug von der Seite an sich kaum mehr auf Reifen steht, sondern nur auf der Felge. Ja. Das gefällt mir dann auch nicht. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ne? Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ich habe neulich mal vor einem Lexus gestanden, von einem aktuellen. Und den habe ich mir angeguckt vorne, der war mit 1000 Lufteinlässen, ob gefaked oder echt oder was weiß ich was. Und dann habe ich ganz bewusst, habe ich mir den angeguckt, dann habe ich weggeguckt und gesagt, wenn mir jetzt jemand ein weißes Blatt gibt und sagt, zeichne das, ich wüsste nicht mal eine Linie. Ja. Das war so komplex vom Design, das ist das, was du schon mit dem Scheinwerfer gesagt hast. Ja. Und das ist inzwischen ein so komplexes Design. Ich weiß gar nicht, ob man damit den Kunden Gefallen tut, weil ich finde, der Wiedererkennungswert ist viel größer, wenn man klare, einfache Linien hat. Porsche 911 erkennt jedes Kleinkind. Ne? Ja, also Porsche ist ja beispielhaft in der Weiterentwicklung seiner Grundform. Mhm. Und ich hatte die große Ehre, mit meinem Team einen Film über Porsche Design produzieren zu dürfen. Mhm. Und in diesem Film durften wir erklären, aus welchen Elementen Porsche schöpft. Und da gibt es also ganz konkrete Grunddinge, warum die Motorhaube immer so steil ansteigt und warum die Dachlinie immer so lang ausläuft und warum die Kotflügel so schön ausgewölbt sind und. Porsche nennt das seine Design-DNA und die wird auch gelebt in allen Fahrzeugen. Und wir hatten das am Beispiel der kompletten Baureihe im Film teilweise auch visualisiert und die Linien übereinander gelegt und das passt zu 100%. Und deswegen ist das Design eines Porsche so unverkennbar und lässt sich über alle Baureihen hinweg so toll interpretieren. Das ist natürlich bei anderen Herstellern etwas schwieriger, weil die ein sehr viel breiteres Spektrum bauen wollen oder müssen. Mercedes kann jetzt das Design von der A-Klasse nicht so sehr vom SL anlehnen, weil die sind dann zu weit auseinander. Mhm. Aber Mercedes hat es ja innerhalb gewisser Baureihen auch sehr gut geschafft, dass eine S-Klasse fabelhaft zu einer E-Klasse passt und dass eine C-Klasse im Prinzip nicht nur eine etwas verkleinerte E-Klasse ist, sondern auch eine etwas sportlichere E-Klasse. Mhm. Natürlich gibt es dann nach oben und nach unten immer kleine Ausreißer und dann wird es immer schwieriger, besonders wenn man dann in die reine Familienfahrzeuge geht. Reden wir mal über Autofarben. Du hast ein Buch gemacht namens Black Beauty, wo du nur schwarze Autos fotografiert hast, wo ja viele Leute immer sagen, eine tote Farbe, aber da kommt natürlich nur die Form zur Geltung oder Sportwagen, die in Deutschland traditionell weiß sind oder Silber, die Silberpfeile, was ja auch eine tolle Farbe eigentlich zum Fotografieren ist. Gibt es Farben, wo du sagst, da freue ich mich immer, wenn die mit solchen Autos ins Studio kommen? Ja, es kommt immer auf die Form an und natürlich auf die Aufgabe. Aber in der Tat ist die Farbe kriegsentscheidend für die Vorgehensweise. Ich hatte letzte Woche ein Bugatti in einer sehr dunklen Farbe und wollte den in einem Museum fotografieren, ein einzigartiges Einzelstück. Und das war fast nicht möglich, weil je dunkler die Farbe ist, je mehr ist die Fahrzeugform von meiner individuellen Ausleuchtung abhängig. Mhm. Und die kann ich natürlich im Studio par excellence umsetzen. Wenn ich jetzt aber in einem Museum arbeite, muss
alle Lichtquellen, die dort sind, erstmal abdecken. Mhm. Da bin ich erstmal am Tag beschäftigt, um erstmal einen neutralen Raum zu schaffen. Mhm. Und so viel Zeit habe ich nicht. Und da hätte ich mir also ein silberfarbenes Fahrzeug gewünscht, weil dann hätte ich das mit ein paar mitgebrachten Scheinwerfer, hätte ich das auch irgendwie schick hinleuchten können. Und so ist also die Vorgehensweise, entweder im Studio oder auch, wenn man in der Natur arbeitet, dass man für die jeweilige Situation die geeignete Lackfarbe sich wünscht. Beispiel war, Aston Martin Fire & Ice, eine Kampagne, heiß und kalt. Natürlich war da ein silbernes und ein rotes Fahrzeug dabei. Mhm. Und als Location war Lanzarote und Island. Island stand für Kälte, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, nehme ich das rote, warme Auto in die kalte Landschaft oder drehe ich den Spieß rum und sage, das rote Auto packe ich in die rote Landschaft und das silberne Auto in die kalte Landschaft. Und wenn man, sagen wir mal, auf dem schmalen Grat, dass das Silber sich dann nur in der kalten Landschaft mit Eis und Wasserfälle und so weiter gut trennt, das ist natürlich am Ende dann das attraktivere Bild. Ton in Ton ist nicht so plakativ, sehr viel subtiler. Mhm. Und sehr viel eleganter, und die Kampagne war ein ganz großer Erfolg, weil eben das warme Auto, der rote Wagen, immer in der warmen Landschaft war und der kalte Wagen, der silberne Wagen, in der kalten Landschaft. Also dieser Tier gut getarnt. Wie getarnt. Ja. Und wenn man das aber dann schön herausarbeitet, dass man die Form trotzdem gut erkennt, dann entsteht einmal qualitativ hochwertiges, ästhetisches, emotionales Bild. Mhm. Hätte ich nur ein paar Stunden Zeit gehabt für beide Autos, hätte ich sie wahrscheinlich einfach so abgelichtet, wie sie sind. Aber dann wären es wahrscheinlich eher durchschnittliche Bilder geworden und hätten dann nicht für eine tolle Kampagne gereicht. Man hatte jetzt schon so ein bisschen durchgehört, es ist weit weg von, ich mache mal ein paar Fotos. Wie lange brauchst du da, um nachher das perfekte Plakatfoto herauszuarbeiten? Also oft bespricht man mit den Designern in einer sehr frühen Phase, welche Farbe zu der Kampagne oder welche Farbe zu dem Fahrzeug passen könnte. Mhm. Und das kann also in einer Phase sein, ein, zwei Jahre vor Serienreife. Okay. Und oft ist es auch so, dass anhand von Designmodellen schon die ersten Fotoshootings beginnen, weil meist werden Bilder von Fahrzeugen schon benötigt, lang bevor die Fahrzeuge der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass wenn ein großer Konzern heute eine neue Baureihe aufmacht, dass er vielleicht sich Geld an der Börse beschaffen muss. Mhm. Und das ist zwar natürlich kein Massenmarkt, aber für die ein, zwei, drei Entscheidungsträger werden Bilder gebraucht. Und ich durfte also viele Fahrzeugeinführungen begleiten. Und gerade zum Beispiel, als die Marke Smart erfunden wurde oder als Mercedes von der E-Klasse und S-Klasse plötzlich noch einen Schritt nach unten in die Kompaktklasse mit dem 190er, dem Baby-Benz ging, das waren immer sehr lange Prozesse. Mhm. Und da beginnt man damals mit Tonmodelle, heute sind es oft Datenmodelle. Mhm. Aber ob man jetzt Tonmodelle fotografiert und mit Folien bezieht, Silber, Rot, Grün, und schaut, wie die sozusagen zu attraktive Bilder führen, das kann man auch mit Datenmodelle heute machen und macht das auch. Ähnlich wie ein Car-Konfigurator. So wie ein Car-Konfigurator, nur eben im sehr frühen Stadium und sehr viel experimenteller. Aber die Daten sind die gleichen. Mhm. Nochmal ein Beispiel, Fahrzeug, was schon lange im Markt ist. Ich beschäftigte mit dem ersten viertürigen Coupé, was von Mercedes erfunden wurde, ist, CLS. Mhm. Und das Fahrzeug kommt traditionell silberfarbig lackiert mit einem schwarzen Glasdach. Und ich habe es nicht geschafft, dem Fahrzeug einen homogenen Körper zu geben, mhm. weil das schwarze Glasdach immer ausgeschaut hat, wie wenn es gar nicht existent wäre. Mhm. Und da hat dem Fahrzeug Körper gefehlt, bis ich dann mich durchgesetzt habe. Und habe gesagt, es gibt jetzt zwei Ansätze. Entweder ich kriege jetzt ein schwarzes Auto, wo das schwarze Glasdach die Form ergänzt. Mhm. Oder aber ich kriege ein silbernes Auto mit einem lackierten Dach, mhm. wo dann später draufsteht, das Fahrzeug würde es auch mit Glasdach geben, aber das abgebildete Fahrzeug hat ein Stahldach. Mhm. Also da muss der Fotograf sich dann auch durchsetzen und sagen, das wird nichts, Kinders, das geht einfach nicht.
so wie halt auch manche schicke, ich sage jetzt mal, gern auch erotische Bilder mit einem weißen Auto eben nicht machbar sind oder fast gar nicht, aber mit einem schwarzen Auto relativ einfach. Entsprechen die Kundenbriefings und das Kundenverhalten so ein bisschen den Klischees, die man von Autoherstellern hat? Also dürfen die Fotos bei italienischen Autos unperfekter sein? Dass die Kunden sagen, komm, passt schon, ist nicht ganz scharf, aber so haben wir unsere Autos auch zusammengebaut. Ja, das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt nochmal einen italienischen Kunde zitieren darf, der hat mich natürlich in erster Linie gebucht wegen deutscher Perfektion. Mhm. Und er sagt, er möchte gern italienisch emotional rüberkommen, aber er möchte gern deutsch perfekt sein. Und da werden natürlich dann immer so die klassischen deutschen Hersteller auch genannt und die sind natürlich bei jedem Fotograf auch im Portfolio. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass Porsche ab und zu schaut, was macht der Italiener, dass ein bisschen mehr Dolce Vita reinkommt. Und beim Maserati ist eben so, er ist natürlich schon neidisch auf die Spaltmaße vom Audi und der Effektivität vom 911. Ja. Musst du die Spaltmaße manchmal am Computer ein bisschen nachretuschieren? Wird das verlangt, ey? Das war viele Jahre unabdingbar. Das hing aber damit zusammen, dass unsere frühen Prototypen wirklich nicht die Qualität vom Serienstand hatten. Mhm. Und wir haben sehr viel Spaltmaße korrigiert, aber dann immer sozusagen auf die Maße, die die Serienproduktion dann auch erzielt. Okay. Also man kann da auch nicht irgendwie tricksen oder bescheißen und sieht auch unnatürlich aus. Aber in der Tat, wenn man die Aufnahmen anschaut von den 80er Jahren, 190er Mercedes oder Einführungskampagne Porsche 959, da sind Spaltmaße drin, die würde man heute nicht tolerieren. Auf der anderen Seite macht es die Autos so authentisch und so ehrlich. Und wenn man heute sehr viel Fotografie über CGI produziert, können wir gleich noch ein bisschen erklären, wie der Prozess funktioniert. Also heute ist es andersrum, die Daten sind so perfekt, dass die Autos fast künstlich ausschauen und dann tut man absichtlich Fehler einbauen, indem man dann Kennzeichen, dann kleine Macke reinmacht oder im Reifen nur eine kleine Spur, als wäre der Wagen schon mal auf der Straße gewesen oder im Lack einen kleinen störenden Reflex anbringt. Okay. Sonst sind die Dinge zugeschleckt. Das ist interessant. Ich habe es mal gehört von Musikproduktionen, dass wenn das aus dem Computer kommt, wird das Schlagzeug, kriegt eine ganz leichte Fehlertoleranz, dass das Schlagzeug nicht so unmenschlich wirkt. Ne? Ja. Also bei Fotografie ist das Gleiche. Und das Witzige ist ja, dass Menschen anscheinend das Analoge gerne mögen. Deswegen mögen wir so gerne Schallplatten. Und dieses Fehlerbehaftete, dieses eben nicht ganz Perfekte, ist manchmal auch wichtig. Ne? Ja, weil das Charakteristische. Und in der digitalen Welt geht ganz vieles verloren. Auf der anderen Seite, ich habe gerade einen Vortrag vorbereitet für nächstes Wochenende über ein Shooting, 30 Jahre alt. Der Mercedes R129 feiert dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Das ist der SL, ne? SL. Mhm. Und in dem Vortrag zeige ich Bilder, die sind nur 30 Jahre alt, aber die sind richtig alt, qualitativ schlecht. Dreimal schon kopiert, weil die Negative nicht auffindbar sind und so weiter. Also die digitale Welt hat natürlich einen ganz anderen Qualitätserhalt. Entweder sind dann ganz weg, aber wenn sie da sind, sind sie natürlich perfekt. Und man wünscht sich dann, gerade wenn ich dann Oldtimer fotografiere, also ich soll sie dann sozusagen perfekt neuzeitlich interpretieren, aber die Macken und die Gebrauchsspuren aus der Zeit erhalten. Okay. Das ist eine sehr charmante Aufgabe, weil da hat der menschliche Betrachter viel mehr Verweilzeit auf dem Bild, wenn nicht alles so perfekt ist. Ja, und da geht man mit dem Auge drüber und sieht, ah, schau mal, da sind die Spaltmaße unterirdisch. Ja. Und schau mal, der hat links wahrscheinlich zu wenig Luft drin, weil der ist links 3 mm niedriger. Und an dem Stern ist eine kleine Macke. Was ist denn da passiert? Ja. Rostet der schon, oder? Aber der war einfach nicht so perfekt verchromt, wie man es heute macht. Jetzt müssen wir nochmal über CGI sprechen. Ist das was dir so ein bisschen Angst macht? Also ich habe mal gehört, dass gerade in diesen Car-Konfiguratoren, dass oftmals, was du ja auch schon gesagt hast, Bilder gar nicht mehr fotografiert, sondern nur noch gerechnet werden. Das heißt, man spart dich eigentlich ein. Ja.
Ist das was dir da Sorge bereitet, oder sagst du im Endeffekt, wenn man gute Fotos will, dann ist es immer noch der Mensch, der hinter der Kamera steht, als der Computer, der irgendwas rauswirft? Also gutes Bild entsteht nicht in der Kamera und es entsteht auch nicht im Computer, sondern gutes Bild entsteht erst mal im Kopf. Hm. Ich habe das natürlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, wie die ersten CGI-Systeme kamen und die passenden Dienstleister dazu. Ich habe mir das angeschaut und ich habe das damals mit meinen noch jungen Söhnen besprochen, ob das ein Thema wäre, mit dem ich mich beschäftigen soll, um sozusagen die nächste Generation der Fotografie noch zu beherrschen. Und mein großer Sohn hat mir ins Herz gelegt, wir sollten eine eigene CGI-Pipeline aufbauen. Mhm. Und das war dann auch der Startschuss für den Verkauf meiner damals respektablen Oldtimer-Sammlung. Und wir haben damals die ersten Maschinen gekauft und die ersten Leute eingestellt. Und die CGI-Produktion heute ist bei uns ein maßgeblicher Herstellungsprozess. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass ich deswegen überflüssig bin. Es gibt ganz viele Dinge, die jetzt heute hybrid gemacht werden. Da ist auf der einen Seite die digitale Abteilung, die machen die ganzen Fahrzeuge aufgrund von den Konstruktionsdaten, mhm. aber die Hintergründe, das fotografieren die Fotografen wie früher, ohne Fahrzeug vor Ort, mhm. oder wenn überhaupt ein Referenzfahrzeug, irgendein Mietwagen, den man sich da hinstellt als Platzhalter. Und die ganz guten Kampagnen, die leben meistens davon, dass Bildelemente immer noch analog fotografiert werden. Beispiel, okay. gibt es bis heute kein Rechenprogramm, dessen Kennzeichen so schön authentisch macht wie in echt. Die sehen immer künstlich aus. Ja. Also gehen wir auf die Zulassungsstelle, prägen uns das Kennzeichen, ja. fotografieren das in der Perspektive und posten das ein. Okay. Und dasselbe machen wir mit Scheinwerfern, mhm. immer noch, mhm. und mit Kleinteilen bis hin zu Dichtungen. Im Datensatz von unseren Herstellern ist eine Gummidichtung an der Motorhaube überhaupt nicht vorhergesehen, mhm. sondern ist nur die Form vorhergesehen. Aber wie das aussieht, wie viel Restlicht in die Fuge reinkommt, dass man sieht, da ist irgendwas drin, aber es ist doch nichts drin, mhm. das kann der Computer nicht so gut simulieren, wie der Fotograf das Sehen gelernt hat und dann mit dem Retuscheur zusammen das Bild fertig baut. Alter Schwede, also das ist nicht unbedingt, dass es so viel schneller geht und man drückt auf den Knopf und das Bild kommt raus, sondern das ist, klingt fast noch komplizierter, ehrlich gesagt. Es ist viel komplizierter, wir brauchen da sehr viele Leute. In Leonberg arbeiten heute 92 Leute und davon können noch richtig fotografieren, 8. Alle anderen sind in der Computerwelt zu Hause. Aber man muss dazu sagen, dass die digitale Technik ja nicht nur neue Herstellungsverfahren eröffnet haben, also Photoshop bildet nur Werkzeuge ab, die man vorher analog kannte. Mhm, genau, ja. Und wenn heute jemand noch von Hand retuschiert hat, dann kann er mit dem Photoshop ganz anders umgehen. Mhm. Oder zumindest, wenn er einen Art Director oder einen Fotografen hat, der sagt, das muss so oder so aussehen. Mhm. Und deswegen braucht man ja immer noch den Fotograf, der beurteilt, ob das Bild gut oder schlecht ist oder ob das so aussehen muss. Aber die Werkzeuge haben sich eben erneuert und CGI ist ein Werkzeug, mit dem kann man aber nicht alles abdecken. Kann man Preise nennen, was so ein Foto kostet? Ja, also die Preise setzen sich immer zusammen aus der Manpower, die dahinter steckt. Mhm. Das sind ganz normale Verrechnungssätze wie bei Handwerker auch. Ich sage immer, zwischen 80 und 150 Euro kostet die Arbeitsstunde im Studio. Mhm. Und da gibt es wirklich Aufnahmen, die gehen in Stunden, mhm. und da gibt es Aufnahmen, die brauchen Tage. Und wenn ich heute zum Beispiel jetzt von den Büchern ein schönes Composing mache mit dem alten, neuen Porsche, da brauche ich 2 Tage und da sind da 4, 5, 6, 8.000 Euro weg. Sinn macht es natürlich, wenn ich dann die Fahrzeuge einzeln fotografiere und dann noch verschiedene andere Ansichten mache. Also ich mache dann gleich eine Serie und es geht dann auch rapide im Stückpreis herunter. Mhm. Deswegen kommt selten ein Fahrzeug vor ein Bild, sondern das ist dann ein Fahrzeug und aus der Farbe, zum Beispiel aus Silber kann ich auch hellblau machen oder lindgrün. Ja, okay. Und aus Schwarz kann ich halt nur schwarz machen. Mhm. Vielleicht noch ganz dunkles Blau. Mhm. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein braunes Auto habe, kann ich aus dem auch nochmal ein rotes Auto färben oder mittelblau. Aber das macht man heute alles in CGI.
Aber es kommen gerade Studien, das jetzt eine Taycan-Studie ist hier, wie für den Buchtitel oder eben künftige Modelle, kommen immer noch viel Designmodelle, weil die Daten eben noch etwas hinterher hinken. Mhm. Aber bis zum Serienanlauf sind die Daten dann fertig und dann machen wir aus den Datenmodellen, machen wir dann die Kampagnen. Ja, Wahnsinn. Es gibt ein Buch von dir, wo du so ein bisschen deine Arbeit beschreibst und da beschreibst du die Einführungskampagne von dem, was du eben schon gesagt hast, dem 30 Jahre alten Mercedes SL, dem ja. R129. Ja. Genau, das Cabrio. Da war ja höchste Geheimhaltungsstufe ja. und ihr habt Locations gescoutet und das auch ja. draußen fotografiert. Erzähl mal so ein bisschen, wie das war, weil das ist ja, glaube ich, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den damaligen Königjägern, das ist, glaube ich, ganz lustig gewesen. Ja, das ist heute ähnlich. Also, aber damals war es in ganz besonderer Weise. Ich nehme mal ein sehr amüsantes Beispiel. Das war der C140. Das S-Klasse Coupé. S-Klasse Coupé. Dieses Elefanten-Mercedes-Auto, ja. was damals so unförmig wirkte, aber heute fast schon wieder klein ja. ist. Ne? Ja, es war damals ein großer Schritt. Ja. Fantastisches Auto mit Innovationen, unglaublich. Und wir bekommen den Auftrag, als erstes das Presseshooting zu machen und dann in der zweiten Etappe dann das Marketing-Shooting. Die Presse muss immer als erstes bedient werden. Und da kommt dann also ein reales Fahrzeug, dann erstmal ein Studio und dann macht man die Perspektiven und dann geht es wieder zurück und dann kommt ein besseres Fahrzeug, dann wird es verfeinert und irgendwann kommt dann das Fotofahrzeug für die Kampagne, wo aber schon lange klar ist, das findet auf den Dünen von Pyla statt. Das ist irgendwo an der Westküste südlich von Bordeaux. Mhm. Und da geht dann auch einer hin und bucht Hotels und sperrt die Plätze ab und geht zum Bürgermeister und gibt dann noch irgendwie, soll man sagen, lässt sich den Segen geben. Nicht, dass hinterher einer kommt und sich, da sieht man unsere Dünen und was machen sie denn überhaupt und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall, das wird monatelang vorbereitet und dann kommt also der Tag X, wo dann einer unserer Fahrer mit einem unserer LKW in eines von den Werken von Mercedes fährt und holt dann das Fahrzeug ab. Und es wird dann eingeladen, fährt dann raus und da beginnt dann die Jagd, weil man ja mit rechnen muss, das hat jetzt irgendwie einer mitbekommen. Ja. Und dann fährt er bis Baden-Baden und da steht ein zweites stautgebrenntes Auto. Und nicht, dass du meinst, ich habe 5 LKW in der Zeit betrieben, aber ich habe 5 LKW gebrandet gehabt. Es gab 5 Stautstudios LKWs okay. und in einem war tatsächlich dann das S-Klasse Coupé drauf. Und die anderen drin. Haben Joghurt ausgeliefert. So etwa, ja. Und wir haben also in Baden-Baden umgeladen, sind weitergefahren, dann bis in die Bretagne und ich dann hinterher mit dem Kunde. Und die waren so gut versteckt, ich habe die am ersten Abend selber nicht gefunden. Wir haben uns erst am anderen Morgen getroffen. und ich packe das Auto dann aus, morgens irgendwie so um 5:30 kurz vor dem ersten Sonnenaufgang. Mhm. Und das Wetter war etwas durchwachsen, aber nicht schlecht. Auf jeden Fall, das Auto stand gerade vor der Kamera, vor das erste Besuchauto auf dem Parkplatz. Und da war natürlich erstmal Herzstillstand beim ganzen Team. Team sind 30, 40 Leute. Was ist da los? Wer kommt da? Mhm. Und dann hat sich also herausgestellt, das ist ein Tourist und der wolle uns beim Fotografieren zuschauen. Ach, schön. Was natürlich ziemliche Alarmglocke war. Ja. Und dann kam der zweite und der dritte und dann habe ich abgebrochen und habe interviewt, was ist denn da los? Hat sich herausgestellt, der Bürgermeister war so stolz, dass er da eine kleine Pressemitteilung gemacht hat. Oh, bekannter deutscher Fotograf, fotografiert die neue S-Klasse, Coupé. Und da war also der Parkplatz irgendwann voll mit Touristen. Das heißt also, da haben wir nicht weitergemacht. Aber ich kann von vielen Geschichten berichten, wo wir wirklich dann auch unsere Verfolger dann, sagen wir mal, taktisch abgestoßen haben. Nicht nur, indem wir die Fahrzeuge abgeladen haben, sondern dass wir 2 Autos drin hatten und dann irgendwie ein Fake-Fahrzeug, ein popeliger Serienwagen, mhm. dann irgendwo hingestellt haben und dann gemerkt haben, wie dann irgendwie in Stuttgarter Passat mit vermeintlicher
Motorpresse, Adresse, dann enttäuscht von dann zieht. Aber wir wurden auch erwischt, das eine oder andere Mal. Also erst vor kurzem hatten wir ein hochgeheimes Fahrzeug aus japanischer Produktion. Und wir haben uns in Death Valley verschanzt, in einem Tal, wo man wirklich gut kontrollieren und einsehen kann. Und muss sich ein Erlkönigjäger muss ich dann nachts in einer Felsspalte so versteckt haben, dass die Sicherheitsleute nicht gefunden haben. Das gibt's ja nicht. Ja. Das war also ein herber Niederschlag. Der hat tatsächlich Fotos machen können und sind wieder versteckt und ich habe es nicht gemerkt. Gott sei Dank waren wir speziell jetzt in Amerika, hatten wir die Sicherheitsauflage, hat der Hersteller selber erfüllen wollen. Okay. Und da waren wir jetzt nicht 100% der Verantwortung, ist aber trotzdem blöd. Aber so sind schon immer mal wieder Sachen passiert. Vor 2 Jahren kam ja im deutschen Fernsehen kam ja ein mehrteiliger Bericht über einen Erlkönigjäger aus Italien, der berichtet hat, wie er 2 Jahre lang den Levante von Maserati abschießen wollte, wo er überall war und oft tagelang gewartet hat. Und er hat uns nicht erwischt. Die habt aber überall Fotos machen können und war immer zu spät. Er war immer zu spät oder war an der falschen Stelle. Aber die Taktik damals oder auch heute noch, also erstens mal mit dem zweiten oder dritten LKW, das ist erstmal super gut. Mhm. Und dann eben mit dem, sagen wir mal, mit dem Fake-Fahrzeug. Mhm. Ich habe oft Mitarbeiter dabei gehabt, die enttäuscht waren, weil sie dann irgendwie irgendwo Bilder machen sollten an der Klippe und sagen, wir fahren lieber gern bei euch dabei. Aber sagen, nein, ich brauche euch, weil ihr seid die Garantin dafür. Okay. Ich hatte vor kurzem ein Spanien-Shooting und ich packe ein Auto aus in der Tiefgarage und in dem Moment fährt ein anderes Auto vorbei, zieht das Handy und ich renne dem hinterher und habe es noch gelöscht. Der hat es aber schon weggeschickt gehabt. Nee, echt? Mhm. Hast du das Handy aus der Hand gerissen? Ja. Das gibt es ja nicht. Er hat es schon weggeschickt gehabt. Es gibt aber auch die Umkehrsituation, dass es ganz gut ist, wenn mal das eine oder andere Bild... Ich wollte es gerade sagen, manchmal wird es ja auch inszeniert. Ne? Das ist vielleicht der Hersteller, der dann das Foto gemacht hat. Also wir hatten die E-Klasse, letzte Generation, hatten wir akribisch gehütet im Studio, außerhalb des Studios. Ich habe die nachts wahrscheinlich sogar mit ins Bett genommen, auf jeden Fall. Eines Tages kam der Anruf, wir müssen das Auto für ein paar Tage abgeben. Das kommt in einem Film, Product Placement in einem Film. Dann wurde das Auto nach Frankfurt gefahren, im Container verblombt. Dann wurde von Frankfurt nach New York geflogen, Container verblombt. Dann wurde das Auto vom John F. Kennedy in Central Park gebracht, Container verblombt. Und irgendwann sagt der Regisseur, er möchte das Auto sehen und dann hat man es ausgepackt. Und da ist die Sicherheitskette dann gerissen. Und da war das Auto halt nicht nur im Film, sondern auch in der Zeitung. Ja, so kann es gehen. Was aber auch beeindruckend ist, oder was viele vielleicht gar nicht von der Technik her kennen, man muss mit Autos gar nicht mal unbedingt aus dem Studio raus, um dynamische Aufnahmen zu machen, sondern das heißt Rig-Technik. Also das ist ein erklär du es, weil das finde ich wirklich beeindruckend, wie das Foto gemacht wird. Ja, also das Thema Rig, das war mal das Allerwichtigste, weil plötzlich konnte man sehr dynamisch Aufnahmen mit einer unglaublichen Schärfe und Präzision herstellen. Mhm. Und der technische Trick dahinter war ganz einfach. Das musste ein hochfester Kameraarm sein, der mit dem Auto fest verbunden wurde. Mhm. Ich selber habe ab Ende der 80er Jahre mich mit der Technik sehr intensiv beschäftigt und habe einen Arm in Südafrika bauen lassen, in einer Firma, die sonst eben so Segelflugzeuge baut. Mhm. Der Arm ist so hochfest, dass der mit dem Fahrzeug so starr verbunden ist, dass wenn das Fahrzeug rollt, dass die Kamera zu 100% gleich bleibt mit dem Fahrzeug. Also auch selbst wenn das Auto dann ein bisschen einfedert und die Kamera macht dann Ausschläge von 30, 40 Zentimeter, aber zwischen Fahrzeug und Kamera ist die Verbindung so sicher und so fest, dass es bei langer Belichtungszeit von 8 Sekunden, 12 Sekunden bis zu 30 Sekunden Belichtungszeit ein 100% scharfes Bild wird. Wahnsinn, wie lang ist der Ausleger dann? Die Ausleger waren 3 Meter Segmente, die hat man in der Regel auf 9 Meter ausgebaut.
für manche Fahrzeuge auf 12 Meter. Und das konnte man so manche, scharf halten. Und das konnte man so scharf halten. Das ist also faszinierend, auch selbst für uns Fotografen, mich ja. besonders. Aber egal, wer immer dabei war am Set, jedes Mal waren wir perplex, dass das Bild sowas von scharf ist. Mhm. Und man konnte allerdings, muss die Auto intensiv präparieren. Jetzt muss man sich vorstellen, also ich weiß noch, ich gehe zu Aston Martin und die wollten Fahraufnahme von ihrem neuen Vanquish. Und ich habe 3 Fotofahrzeuge gehabt, so Standardprogramm, Silber, Schwarz und Grau. Und dann bringe ich meine Teile mit, die ich anschrauben muss als Referenz. Und die kann man halt an einem Fahrzeug nicht anschrauben. Das heißt, man muss in die Bodengruppe von einem Aston Martin Vanquish für 200 oder 300.000 Pfund muss jetzt eine hergehen und Platten einschweißen und in die Platte irgendwelche 16 mm metrische Gewinde reindrehen und so weiter. Und das Auto ist ja A, nie mehr verkäuflich, wäre, gut, es sind Prototypen, die werden sowieso nicht verkauft, aber das ist ein richtiger Eingriff, was der Hersteller in seinen Prototypen machen muss. Und mit diesen Fotofahrzeugen gehen wir dann irgendwo auf einen Gletscher oder in irgendeine Wüste und dann können wir vor Ort die Kamera-Rigs anschrauben und mit dem Fahrzeug fest verbinden. Ja, Wahnsinn. Und das ist dann so, dass das Kamera-Rig ist dann weit draußen, die Kamera wird angemacht und das Auto wird ganz minimal nur angeschoben. Ne? Also ja, das fährt. In der Regel ist es so, man kann das Fahrzeug ja nicht anfassen, sonst wäre man ja mit im Bild. Mhm. Entweder kann hinter dem Fahrzeug jemand schieben oder ziehen oder vor oder hinter dem Fahrzeug hat jemand eine Stahlseil, das er dann rausretuschiert. Aber das ist also Urwelttechnik. Und wenn dann Leute dabei waren und das nicht verstanden haben, die haben sich nur gewundert, warum da einer, sagen wir so ein junger Mann aus dem Team, an dem Stahlseil das Auto hält, weil das sonst nach hinten wegrutscht und 30 Leute stehen drum und helfen dem nicht. Das ist oft, bei Filmsets versteht man viele Jobs nicht. Ja. Du hast eben über deine eigene Oldtimer-Sammlung gesprochen. Jetzt muss man natürlich wissen, wofür schlägt dein Herz? Für welchen Oldtimer, oder? Ja, jetzt bin ich natürlich keine 18 mehr, wo ich noch meinen ersten 911 vor mir habe, sondern das hat sich relativ zufällig ergeben. Das eine oder andere Auto hatte ich ja neu gekauft und auch mal gefahren. Und das eine oder andere Fahrzeug habe ich gebraucht mir angeschafft. Und leider sind viele bei dem Umstieg in CGI draufgegangen. Das war damals eine ganz respektable Flotte von schwarzen Fahrzeugen, die sich aber zum großen Teil finanziert haben über meine Arbeit für Fulda. Fulda hatte nämlich ein ganz großes Klassikreifenportfolio aufgebaut. Und hat, um die Klassikreifen zu bewerben, verschiedene Oldtimer-Rallyes belegt. Mhm. Und da haben die immer Händler und Journalisten eingeladen. Und diese schwarzen Autos, die waren mit schwarz-breit stark gelabelt, standen nicht nur auf Fulda-Reife und wurden dann sozusagen von Fulda-Leuten gefahren, sondern die waren in meinem Eigentum und konnten sich so mit refinanzieren. Ja, okay. Und das war eine sehr schöne Zeit und da habe ich mich in ein paar Fahrzeuge schon vorher verliebt gehabt. Da gehörte natürlich ein klassischer 911er dazu, den ich heute noch habe, mit der passenden Uhr. Der wildeste 911er ist der sogenannte MFI. Das ist der Jahrgang 73 und 74, wo der Motor 2,7 Liter Hubraum hatte, die Leistung auf 210 PS angewachsen ist, die Drehzahl jenseits von 8000 Umdrehungen lag und wo die Einspritzung noch mechanisch funktionierte, mit dem ganzen infernalischen Geräusch und der Vibration. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen mit einem neuen Auto. Ich war letztendlich bei Porsche und da gibt es eine Abteilung, die warten die 918er. Und der Leiter sagt zu mir, sie waren jetzt wieder mit gefühlt 20 Porsche 918 irgendwo in den Dolomiten, sind ja zügig also unterwegs der, gewesen. Der Hybrid-Supersportwagen. Der Hybrid-Supersportwagen. Und erst sage ich dann so, schade, dass ich mir den dann doch nicht leisten konnte. Und er sagt, Herr Staud, Sie haben eigentlich das bessere Auto, weil Sie haben den 210 PS 74er, weil der ist ein bisschen schlanker, dreht natürlich infernalisch hoch mit dem, sagen wir, Spaßeffekt. Und er sagt natürlich,
Für die Dolomiten ist natürlich 210 PS, die stramm am Gas hängen, das empfunden, das sagen wir mal wildere Gefühl als dieser super perfekte Supersportwagen. Alles synthetisch wieder erzeugt werden. Ja, also jedes Auto hat da so seine Berechtigung. Und die Neuzeit ist eben die Neuzeit, da ist das anders, so wie eben Leute Schallplatte auflegen und finden es toll, wenn das kratzt. Mhm. Und vielleicht tun sie es noch einmal zweimal putzen, dann kratzt es ein bisschen weniger oder mehr, aber das Ding lebt. Ja. Und ich habe im Prinzip jetzt aus der Zeit und inzwischen auch wieder teilweise Neuanschaffungen nur Autos, die leben. Also ist ein alter Healy dabei von 1965. Austin Healy, ja. Den habe ich als Schrott gekauft. Und mit Hilfe von etwa 1.378 Mechanikerstunden und gefühlt 1.200 Einzelteilen konkurreif aufgebaut. Mhm. Den fahre ich also sehr gerne. Mhm. Natürlich dann mit einem nachgeschliffenen Zylinderkopf, mit etwas höherem Hubraum, ein bisschen größere Vergaser natürlich und Kühlsystem muss auch ein bisschen nacharbeiten, dass er die 180 PS dann auch wirklich bringt, aber das ist gigantisch. Oder dann neben dem 911er habe ich dann noch ein GT4 Cayman für die Tage am Hockenheim oder Nürburgring. Und die Liebe zu Aston Martin lässt sich auch nicht leugnen. Mein teuerstes Auto wurde noch in D-Mark bezahlt, ein Aston Martin Vanquish, Dezember 2001. Geil. 14 Tage vor der Umstellung auf Euro. Der hatte also noch einen respektablen Rechnungsbetrag auf der Rechnung. Und das eine oder andere Fotoauto blieb dann auch, ich sage mal, nicht direkt stehen im Studio, aber die Fotoautos sind ja meistens sehr frühe Fahrzeuge, die dann über die Presseabteilungen dann mit kleinem Abschlag veräußert werden. Mhm. Und da lässt man sich auf eine Liste stellen. Und ich habe dann immer besondere Beziehungen dazu, weil ich mit dem Auto ja schon Monate unterwegs war. Und es gibt wirklich Automobile, ob das jetzt bei Porsche ist oder bei Aston Martin oder bei Maserati, die hat man dann, sagen wir, 2-3 Wochen für ein Presseshooting und dann hat man die in der Folge dann vielleicht noch 6 Wochen für ein Marketing-Shooting und dann kommen noch irgendwelche Filme dazu und dann kommen irgendwelche Bedienungsanleitungen oder Schulungsfilme, also die sind dann 6 Monate mit einem unterwegs. Da zählt ja fast Gewohnheitsrecht, da kann man es ja schon automatisch behalten. Das wollte ich so sagen, also da will man sich ja fast nicht trennen. Und so entsteht eine kleine Garage, in der ich sehr viel Freude habe. Das klingt auf jeden Fall so. Jetzt habe ich noch eine Frage, bei allem, was du erzählt hast, ist dir das mal passiert, dass du einen Erlkönig in deine Halle geschoben hast und ein Scheinwerfer ist draufgefallen oder irgendwie sowas? Ja. Tatsächlich? Mhm. Und zwar schon relativ früh. Ich habe ja heute mein 8. Studio. 86 habe ich in Lernberg angefangen, in einem neuen Gebäude zu fotografieren. Und eins der ersten Studio-Shootings war irgendein totschicker Mercedes. Und der sollte von oben fotografiert werden. Und es löst sich oben ein Gerüst, Muffe, und fällt dann 10 Meter durch die Heckscheibe, durch die Hutablage im Kofferraum. Es war eine herbe Enttäuschung und es sollte sich nochmals wiederholen, gefühlt 20 Jahre später oder 25. Das ist schön, aber 10 Meter ist natürlich auch... Ja, und da beschleunigt sich das unglaublich. Beides Mal wurde das Shooting professionell zu Ende gebracht. Beim ersten Mal noch schwieriger zu retuschieren, heute viel einfacher, aber das ist wirklich mal passiert. Ansonsten Scheinwerfer in dem Sinn umgefallen ist noch keiner. Mhm. Was mal einer fertiggebracht hat, was legendär war. Wir hatten viele Autos auf sogenannten Podesten und die wurden in der Regel hochgefahren mit Rampen. Und da gab es Podeste bis zu 1,20 Meter Höhe, wenn man das Auto, sagen wir mal, aus einem niedrigen Winkel fotografieren wollte. Und ein Lehrling bewegt dieses Auto, aber nicht für mich und mein Shooting, sondern weil ich so tolle Podeste habe und weil ich so ein tolles Lichtsystem habe, hat sich ein Fotograf bei mir eingemietet und hat seinen Mitarbeiter das Auto auf dem Podest bewegen lassen. Und der macht so einen 500er an, 500 SL. Und der hat die Eigenschaft, dass wenn der lang steht,
tagelang und der Motor ist richtig schön ausgekühlt, dann dreht er erstmal auf 1100, 1200, 1300 Umdrehungen. Mhm. Und der junge Mann legt dann natürlich die Wandlerautomatik ein und tritt nicht hart genug auf die Bremse und das Auto schießt über das Podest und macht einen Satz, schafft es aber nicht ganz bis auf den Boden, sondern bleibt mit dem Heck noch an dem Podestteil hängen. Ja, ja. Und das hatte zur Folge, dass die Spaltmaße nicht null waren, sondern minus. So der Türgriff hing in der B-Säule. Oh Gott. Oh Gott, ja. Okay, also den konnte man nicht mehr fotografieren. Wo du gerade sagtest, Assistenten oder du hast auch andere Fotografen, jeder von uns kommt mal in die Gelegenheit, spätestens wenn er sein Auto verkaufen will, sein Auto zu fotografieren. Einer der weltweit besten Autofotografen muss uns jetzt noch einen Tipp geben. Ja, die Kamera sieht genau, was das menschliche Auge sieht. Also ich stelle das Auto da, wohin, wo sich möglichst ruhige Dinge einspiegeln oder gar nichts. Optimal ist natürlich immer schöne Klippe zum Meer, wo sich der Sonnenuntergang einspiegelt. Das gibt immer tollste Bilder. Oder in der Wüste. Und das Schlimmste ist, das Ding auf den Hof zu stellen, links einen Zaun und rechts einen Laternenmast oder womöglich noch vom Nachbarsfenster offen und der hat irgendwie das Licht an. Deswegen also, die Dinge, die man sieht, spiegelt sich im Auto ein und deswegen ist es schön, wenn drumherum so wenig wie möglich ist. Vielleicht ein Parkhaus. Parkdeck, oberstes Geschoss, wunderbar. Oder mein Geheimtipp, Stadion, Parkplatz unter der Woche. Ja. Platz für 20.000 Autos, kein Mensch da. Mhm. Und je heller der Boden ist, je mehr Licht kommt von unten, je dunkler, je kontrastreicher. Also lieber einen hellen Boden. Optimal sind betonierte Parkplätze. Jetzt haben wir es. Also, das vielleicht auch ein Tipp für Leute, die das hier genau zugehört haben. Schlecht fotografierte Autos kaufen, gut fotografieren und dann teurer weiterverkaufen. Zum Beispiel. So, jetzt reden wir noch über die Bücher. Ich würde vorschlagen, wir haben eine ganz tolle Facebook-Seite und da würde ich sagen, stellen wir mal deine ganzen Bücher rein mit und verlinken das auch und dann kann man sie bei Amazon zu Weihnachten noch kaufen. Und es ist ein neues Buch erschienen, Neoclassics heißt es. Erklär kurz, was da drin vorkommt. Neoclassics ist eine neue Sammlerkategorie. Das sind meist sehr junge Fahrzeuge, auch Neufahrzeuge. Wie der Claim hier heißt, vom Werk zum Kultauto in 0 Sekunden. Mhm. Das sind also Fahrzeuge, die werden von vornherein zum Sammeln gekauft. Mhm. Das sind oft Einzelstücke, Kleinstauflage. Das sind natürlich Automobile, die fahren auch. Mhm. Manchen sind die viel zu schade. Im Buch wird auch ein bisschen abgehandelt, dass manche Auto gar nicht schädlich ist, wenn sie bewegt werden. Ja, stimmt. Aber wenn natürlich nach 10 Jahren das Fahrzeug verkauft wird und es hat 5.000 Kilometer, bringt es natürlich weniger, wie wenn es nur eins am Markt gibt, das nur 2.000 Kilometer hat. Mhm. Und da solle sich jeder selber abwägen, war der Fahrspaß wert. Der Autor sagt natürlich, jeder Spaß ist es wert. Also Autos sind zum Fahren da. Mhm. Also es sind sozusagen die Leckerbissen internationalen Automobilbaus und es sind ganz viele Einzelstücke drin. Und es ist also unter der Kategorie Rare mein absolutes All-Time-Traumauto McLaren F1. F1, ja. Oder? Unglaublich. Und ja. Diese Fahrzeuge standen bei mir im Studio. Ich kann es teilweise heute nicht fassen. Als der McLaren F1 da war, hatte ich einen Journalist. Da hatte ich gerade einen tollen Lauf. Der F1 kam über einen Autohändler, der sagt, du musst das Auto unbedingt fotografieren, auch wenn wir keine Bilder brauchen. Ich hatte aber in der Zeit gerade ein Kalendershooting, wo ich den Uhlenhaut-Mercedes im Haus hatte. Und dann gab es noch einen Porsche Speedster, bla bla bla. Auf jeden Fall, ich habe einen Journalist im Studio gehabt. Der sagt, haben Sie ein tolles Auto im Studio? Und er sagt, ja, ich habe einen McLaren F1. Das glaube ich nicht. Und dann sagt er, soll ich Ihnen mal sagen, meine drei Lieblingsauto, Porsche Speedster, dann den Uhlenhaut. Und der McLaren. Die standen alle bei dir im Studio. Die Abschlussfrage ist, wenn das sich bewahren sollte, dass irgendwann der Sprit ausgeht, und man rollt dir das letzte 50-Liter-Fass auf dem Hof. Mit welchem Wagen, auf welcher Strecke verfährst du es? Mit meinem 2.7 Porsche, irgendwo in der Dolomite. So, das war René Staudt und jetzt wisst ihr, was für ein Aufwand immer noch hinter Fotoproduktion für die Autoindustrie steckt. Und auch wenn ich selbst fotografiere, für diesen Perfektionsgrad fehlt mir bei weitem die Geduld.
Nächste Woche begrüße ich endlich die erste Frau in dieser Interviewreihe. Mit ihr habe ich schon mal eine Premiere gefeiert, denn sie hat mich das erste Mal über die Nordschleife gefahren. Knapp 25 Jahre ist das nun her. Ich bin in der Zwischenzeit leider stärker gealtert als sie, aber ich freue mich ganz besonders, sie hier begrüßen zu dürfen. Rennfahrerin, Top Gear Moderatorin und Nordschleifenkönigin Sabine Schmitz wird nächsten Donnerstag hier zu hören sein. Danke fürs Runterladen und bis zur nächsten Woche in Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.